Hallo Leute, willkommen zu Part 16 von Assassin's Creed 2. Ja, letztes Mal haben wir noch Francesco De Pazzi umgebracht. Und jetzt fange ich auch schon zu reden. Ja, und damit hatten wir auch Sequenz 4, glaube ich, beendet, war das? Oh. Bleib weg, du Mörder! Das muss jetzt mal sein, ich krieg ein bisschen Geld wieder. Ich will nicht sterben. Nehmt die Tasche! Ja, super, jetzt haben wir auch ein bisschen Geld wieder in der Truhe von Monterey Johnny. Und ja, jetzt labern wir erstmal mit Lorenzo de' Medici. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder. Völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo De Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone. Und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco De Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Wunderbar. Ja, die Pazzi-Verschwörer gehe ich nochmal gleich drauf. Jacopo de Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er 4 Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi-Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano di Bagnone, bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templermörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de' Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Super. Ja, ich schätze mal, so ein paar kleine Nebeninformationen passen ganz gut in das Let's Play. Ich muss auf jeden Fall noch irgendwas in den Einstellungen machen, weil nur mit, na, fast schon wieder nur, ja, gerade wieder nur 15... Frames pro Sekunde ist das gerade nicht so wirklich so nicht geil. Ich habe den Palazzo Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Genau. Da haben wir nämlich einen Templer versteckt. Das gehört auch mit zur Black Edition, die ich mir ja damals geholt habe. Oh. Aber nie wirklich gespielt hatte. Und ich muss jetzt erstmal was in die Einstellung machen. Das geht ja mal gar nicht. Gleich wieder da. So Leute, ich habe ein bisschen was runtergedreht, unter anderem auch... Oh, super, aber wirklich viel bringt es irgendwie im Moment noch nicht. Unter anderem habe ich jetzt auch die Schatten und sowas alles runtergedreht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ändert nicht wirklich viel.
gehe jetzt mal auf die Karte. Da ist das Assassinengrab. Auftragsattentat. Auftragsattentat. Erinnerung. Ah, ich gehe mal. Geil. Schöne Attentatsziel. Nehme ich mal ditte. Ein bisschen was für zwischendurch braucht man ja auch mal. Oh, du Scheiße, leck die Kacke. Da habe ich nicht mehr wirklich was im Hintergrund zu laufen. Echt das Gefühl, ich muss mir einen neuen Rechner zulegen. Weil ich frage mich, ob ich dennoch Assassin's Creed 3 überhaupt aufnehmen kann, wenn jetzt schon bei dem zweiten Teil, bei der Aufnahme schon so Probleme mir bereitet. Das ist echt scheiße. Hm, ja. Kann auch daran liegen, dass jetzt hier so viele Leute sind. Mein Rechner deswegen so viel zu tun hat, aber eigentlich, also ich meine, selbst im ersten Teil hat es nicht so extrem geruckelt. Und ich meine, selbst wenn ich, okay, die Aufnahme versaut natürlich auch noch ein bisschen viel. War da schon wieder so ein Typ? Aber ich muss mein Rechner jetzt immer noch die ganzen Daten nochmal speichern und trotzdem noch verarbeiten. Das ist, könnte schon recht noch ein bisschen was ziehen, aber dass es so extrem ist. Ach, ich bin auch ein Hannes. Genau, da haben wir es. Eine Verschwörung gegen die Nachschublinie von Florenz wurde entdeckt. Beendet sie, indem ihr den Händler auf dem Marktplatz im Bezirk San Marco eliminiert. Lorenzo. Gut. Na super, und das nur im Leggy-Style. Das ist ja echt scheiße. Ach, was mache ich denn da bloß? Vielleicht hat einer von euch eine Idee, was ich da machen kann. Denn so kann es nicht für lange weitergehen. Nee. Ich habe heute frisch gefangene Igel. Meine Fresse, ey. Das geht ja mal gar nicht. Ich muss es nochmal umstellen. So, mal schauen, wie es jetzt läuft. Na, irgendwie nicht wirklich besser. Oh, doch. Es läuft erstaunlicherweise besser. Zwar nur ein paar Frames mehr, aber das reicht mir im Moment. Sowieso schon. Ah. Mal schauen, was ich da echt noch machen kann. Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Grafikeinstellungen, die man optimieren kann. Und vielleicht suche ich mir demnächst wieder einen weiteren neuen Grafiktreiber. Wie lange darf ich denn noch laufen? Ah. Also so eine Mission habe ich eigentlich bis jetzt noch nie gemacht, so eine Attentatsziele. Weil ich, ja, eigentlich immer nur die Hauptstory gespielt habe. Super. Geil, und haben wir da vorne mal ausgeraubt, finde ich ja geil. Tja, so muss es sein. Gut. Ich glaube, ich... Ah, da war das Templer-Symbol doch, oder? Ach, da ist es, genau. Ich glaube... Ich mache jetzt die Erinnerung und damit wir das nächste Mal dann die Zeit, uns um das nette Symbol da zu kümmern. Um uns mit dieser exklusiven Mission zu betrauen. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und ich glaube, das wird dann auch recht spannend, weil das ist dann für mich auch blind. Ich frage mich echt, warum das Spiel bei der Aufnahme so extreme Probleme hat.
paar Thesen habe ich jetzt zwar aufgestellt, ich weiß nur leider nicht, was davon wahr ist. Und sonst hast du auch nicht so geleckt. Was ist denn jetzt heute los? Ach du Scheiße, ey. Also ich entschuldige mich dann auch dafür erstmal, dass es diesmal wirklich so ein schönes Gelege ist, das ihr hier mit anschauen dürft. Ich meine, ich hatte damals auf meinem Laptop, als ich den ersten Teil gespielt hatte, diese so eine Lags gerade mal, als ich im Königreich war. Sonst lief das Spiel bei mir immer flüssig. Also der erste Teil immer noch. Und hatte sonst nie wirklich Probleme. Sind wir mal höflich. Okay, das war jetzt nicht ganz so höflich. Bitte verschon mich, Herr. Oh nein, mein... Das war gerade ein Fail. Damit die braven Bürger von Florenz wieder sicher und ohne Angst über die Straßen ihrer Stadt gehen können. Boah. Verabscheuungswürdiger! Zieh Leine! Naja, jetzt zieh ich Leine. Alter, was ist das für ein Spaß? Edle Preise für edle, der mich da verfolgt. Rüstungen wie für einen Kaiser. Und Preise auch. Tja. Gehen wir erstmal jetzt wieder zu unserem netten Freund. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi. Hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun warum auch immer. Die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lang. Interessant. Oh. Ah ja, ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Oh, ich würde zu gern wissen, was er jetzt noch gerade sagen wollte. Oder noch, was ich dabei gedacht hat. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Super! Endlich haben wir die Giftklinge! Dann macht das Spiel auch viel mehr Spaß. Genau, eine Klinge mit Biss. Ja, ich schätze mal, die werden wir dann das nächste Mal einsetzen können. Ich würde jetzt nämlich auch Schluss machen. Es waren zwar wieder nur ein paar Minuten, Sekunden. Aber damit das Spiel nicht unnötig in die Länge gezogen wird, ist es gerade recht. Obwohl. Hier bekommt ihr ausschließlich Meister. Gehen wir doch nochmal schnell zum Rüstungsheini. Wir könnten uns jetzt noch die Armschutzdinger holen, aber wir können die ganzen Spaß jetzt auch schon für unsere nächste Rüstung holen, und die ist mir persönlich sogar recht lieb. Was nehmen wir? Wir nehmen erstens mal die Teile. Die nehmen wir auch noch. Und das nehmen wir auch noch. Jetzt haben wir zwar nicht mehr genug Geld, aber immerhin sind wir jetzt nochmal besser ausgerüstet denn je. Wir können... Ja, das repariere ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn für neue Waffen? Das Stilett. Weniger Schutz, aber mehr Schaden und mehr Tempo. Und die gelehrte Ochsenklinge, oder Ochsenzunge, Verzeihung. Die ist so geil. Die will ich ja am liebsten jetzt haben. Aber, tja, wurscht. Dann wirkt ihr also nur so gewöhnlich. Ja, ich wirke gewöhnlich? Komm raus.
Ich will dich jetzt vergiften. Schnelle Reise. Schnell in alle zuvor besuchten Orte reisen. Und ich war sowieso ein Idiot, dass ich das hier gemacht habe. Und deswegen spreche ich jetzt noch mit dem Heino hier und reise nach Monteriggioni in die Villa. Weil dort kriege ich doch eigentlich alle Sachen billiger. Aber, naja. Kaufe ich halt auch mal so ein. Genau, und deswegen mache ich jetzt auch hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns in Part 14 wieder. Ciao, ciao. Nicht 14, 17. Tschüss.